Ist dein Arbeitsplatz gefährdet? Mist, die wollen mich fertig machen. Das hat bestimmt jeder schon einmal gehabt. Eine Arbeit, klar, wo man sich wohlgefühlt hat, super. Aber jeder hat auch schon mal Momente im Leben gehabt, der Arbeit, in denen man einfach nur nicht mehr wusste, wie man weitermachen sollte. Weil die Kollegen scheiße waren, weil die Vorgesetzten scheiße waren. Weil einfach alles schief ging, egal wie gut man sich angestellt hat. Man konnte machen und tun, was man wollte. Es wurde alles negativ gesehen. Es wurde überhaupt keine positive Seite angenommen. Mobbing ist auch viel verbreitet auf Arbeitsplätzen. Es ist einfach nur schrecklich. Entweder sind die Mobber Mitläufer und man ist das Opfer. Vom Mitläufer zum Täter ist relativ leicht, je nachdem, in welcher Position man arbeitet. Dann gibt es die Zuschauer, die gerne zuschauen oder zuschauen und denen es nicht interessiert. Das wären dann die Wegschauer. Jeder der Leute, Mitläufer, ob Zuschauer oder Wegläufer, unterstützen quasi Mobbing, indem sie dem Opfer nicht helfen auf der Arbeit. Das Opfer selber ist meist aus verschiedenen Gründen ein Opfer von Mobbing. Es muss erstmal bewiesen werden, was schwierig ist, aber möglich ist. Aber entweder ist diese Person einfach zu gut in seiner Arbeit und andere sind einfach nur neidisch. Oder wegen seiner Rasse, wegen seinem Geschlecht, wegen seiner Sexualität, wird es quasi ausgegrenzt und diskriminiert. Dann gibt es zum Beispiel, Mobbing ist kein Kavaliersdelikt. Früher zum Beispiel sagte man, zur Vergewaltigung, da kann man nicht machen, da kann man nicht tun, das kann man auch nicht beweisen. Heute ist es eine Straftat. Zum Mobbing ist es so ähnlich. Ja, die sind ja selber schuld, wenn sie gemobbt werden. Wenn sie, ja, wenn der so dick ist, ist er auch selber schuld, soll er doch abnehmen. Wenn er so gut ist, soll er schlechter arbeiten. Und solche Sachen. Mobbing kann man nicht beweisen. Oh doch. Heute gibt es Möglichkeiten, wo man das beweisen kann. Mobbing könnte, ja, könnte Mobbing eine Straftat sein? Ja. Es ist eine Straftat. Mobbing ist nämlich eine Gewalt. Und ist untersagt. Das verstehen bloß viele nicht. Viele unterstützen, wenn sie Mobbing ausführen, ihre eigene Meinung und beharren darauf. Egal, ob den anderen das interessiert oder nicht. Deswegen streite dich nie mit Menschen, die ihre eigenen Lügen glauben. Ich selber habe das selber durch. Ich hatte eine andere Meinung als eine Kollegin. Sie als Pädagogin sollte wissen, dass sie keine privaten Meinungen in die Arbeit eininterpretieren darf. Hat sie aber nicht, ist wahrscheinlich war sie schon zu länger im Geschäft. Und sie hat ihre eigene Meinung dazu herbeigefügt und hat hinter dem Rücken quasi schlecht geredet. Das ist auch Mobbing, indem man jemanden wegen seiner Meinung, die eigentlich frei ist und erlaubt ist, quasi ausgrenzt, hinter einen lästert, somit, und damit auch das Arbeitsverhältnis gefährdet. Bei Mobbing muss Wahrheit, Lüge liegen nah beieinander, können aber auch weit auseinander liegen. Man muss sich entscheiden, was ist wahr und was ist Lüge. Lüge kann man dann sehen, wenn das nicht eintrifft, was gesagt wurde. Wahrheit ist, wenn genau das eintrifft, was gesagt wurde. Und somit kann man sich dann auch die Entscheidung treffen. Mobbingopfer sollten sich wehren. Im Leben ist in der Arbeit jeder ersetzbar. Aber das ist noch lange kein Grund, sich quasi durch Mobbing krank machen zu lassen, durch irgendwelche Kollegen, durch irgendwelche Vorgesetzten. Wenn ihr gemobbt werdet, wehrt euch. Ich hatte das einmal, ich habe mich sofort gewehrt, weil ich habe mir gesagt, ja, ich brauche doch bloß mit dem Finger schnipsen, wenn ich rausgehe.
Es ist egal, welche Qualifikation ich habe, ich krieg sofort eine Arbeit. Der Arbeitsmarkt ist so groß. Ich weiß, ich bin ersetzbar, egal wie gut ich bin. Und trotzdem aus diesem Grund kriege ich auch jederzeit eine Arbeit. Warum muss ich mit dieser Kollegin zusammenarbeiten? Nein, muss ich nicht. So viel Selbstvertrauen muss sein und so viel Stärke, dass ihr euch sagt, ich mache mich nicht krank für die Arbeit, nur weil andere denken, sie müssten mit euch Fußball spielen. Das war's zum Thema Mobbing auf der Arbeit. Und damit sage ich euch einen wunderschönen Tag.